Hi, es geht auch schon gleich weiter bei Pokémon Smaragd. Im letzten Part waren wir hier irgendwo im Gras und wollten unseren Weg hier durch diese Route kämpfen. Und nebenbei auch gegen diese Trainerin hier. Ja. Und ich mache jetzt einfach mal weiter, da ich gerade richtig Bock habe. In letzter Zeit habe ich wirklich Bock auf das Spiel, auch wenn ich es kaum kenne. Was ist halt so? Gucken, sind hier irgendwo Items? Kann man hier durch? Kommt man da hinten irgendwo hin? Da irgendwo. Ja, Doppelkampf. Ja. Ich will. Ich trainiere jetzt noch eben Stolunia bis Level 32, bis es sich entwickelt. Dann muss ich es erstmal eine Zeit lang nicht trainieren. Naja, was heißt eine Zeit lang? Einen Moment mal kurz, ich muss mal eben niesen. Ah, nee, doch nicht. Tut mir es leid. Ach, ich habe vergessen, Smogon zu trainieren. Mache ich dann bis zum nächsten Mal. Na, dann darf ich es aber auch ein bisschen mehr trainieren. Oh Mann. Panzeron. Alter, ich habe keine Pokébälle. Leider. So, gehe ich mal dann jetzt hier lang. Flüchte von dem Pandia. Hier ist eine kleine abgelegene Hütte. Du machst nichts. Gucken, ob hier irgendwo Items sind. Vielleicht ein Berg. Nein. Vielleicht hier. Ja, das ist so eine Hütte, da gehe ich mal rein. Was? Aschetasche. Okay, sonst keine Hobbys, Fragezeichen. Okay, kämpfe mal gegen dich. Du hast auch einen Smogon. Und das erinnert mich an meinen Smogon, was ich nicht trainiere. Aber ich werde es trainieren, versprochen. Mindestens auf Level 20. Ich weiß nicht, kommt dran, wie viel Lust ich habe. Vielleicht trainiere ich es auch schon auf Level 25, aber auf 30, ne, das sind fast 20 Level, das, ne. Darauf habe ich echt keinen Bock. 20, eventuell. Es kommt drauf an. Ach, da haben wir mal wieder ein Stolunior. Ach, unsere Attacke geht daneben. Ist doch kacke. So. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch schon mal ein ganz gutes Team für die Pokémon-Liga. Wenn wir jetzt, ja, Stolos haben, Kravums, Gewaldro, Smogmog. Ach, hier werden wohl Samen angebaut. Also Weizen, meine ich damit. Die haben wohl auch keine Hobbys. Naja, aber egal, noch ein Doppelkampf für mich. Eisenschweif auf dich und Stampfer auf dich. Panzer-Aeron ist echt ein bisschen mächtig. Auch wenn es erst so Low-Level ist. Ach, wir können da Felsgrab, das doch. Ich weiß nicht, ob Panzer-Aeron. Ja, das müsste eigentlich auf Flug sein. Das müsste etwas bringen. Ja, es bringt auch etwas. War doch nicht so verkehrt, das Felsgrab beizubringen. Vielleicht haben wir später ja noch eine mächtigere Steinattacke, die wir dann beibringen können. So, Schwalbe ist auch down, aber ich habe das Gefühl, dass Stolunior immer wenig XP kriegt. Ah, und wir erreichen die nächste Stadt. Ey, ey, was machst du da? Was machst du da? Ey, Schlampe. Das ist gar nicht nett. So, danke. Gucken, jetzt sind wir hier. Da müssen wir noch hin und dann hier links weiter und dann sind wir schon wieder da. Und wenn wir dann da sind, dann hätten wir das abgeschlossen. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon hinkommen oder ja später. Waren wir denn da? Da schon. Ja, Malvenfrüchte, die da waren wir schon. Gibt es hier denn auch eine Arena? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ne, hier geht schon weiter zur nächsten Route. Schade, aber ich kaufe mir mal ein paar Pokébälle. Wer weiß, was ich mir vielleicht noch fangen werde. Ein Superball, das hört sich doch schon klasse an. 15 Stück, ja. Das passt. Dann vielleicht noch ein paar Beleber. Habt ihr Beleber? Ne, Beleber habt ihr leider nicht. Wer bist du? Wer bist du denn? Und wer bist du? Wer bist du zur Hölle? Ja. Ach, ist das der Attackenverlerner? Ich guck noch mal eben. Ich bin der Attacken.
Was? Du bist ja Attacken, was? Ich kann auch deine Pokémon neue Attacken beibringen, wenn du magst. Das Gegner ist natürlich gerne eine Herzschuppe. Die sammle ich nämlich. Falls dein Pokémon neue Attacken lernen soll, komm mit einer Herzschuppe wieder. Wenn ich eine Herzschuppe hätte, würde ich es gerne machen. Ich würde dann, Reptane gerne Zerschneiderfall lernen lassen. Was kriege ich hier in Fossil? Was war TM28? Schaufler, das ist doch auch gut. Das hat uns auf jeden Fall bei Pokémon Blau sehr geholfen. Bei Dick da. Ich lasse mal Kopfnuss verlernen. Dann haben wir noch eine Bohnenattacke bei Stununior. Gucken, sind hier vielleicht irgendwo Herzschuppen? Ich will Herzschuppen haben. Ich will auf jeden Fall, ich bin der Fossilmaniac. Ich bin ein netter Typ, der Fossile liebt. Allerdings keine für dich. Wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest, geh in die Wüste und suche bei den Felsen und im Sand. Vielleicht findest du dort eins. Ja, werde ich vielleicht machen. Aber Fossile bin ich nicht gerade so geil. Ja, hier ist ein Angler, den fordern wir mal heraus. Und setzen mal Felsgrab ein. Okay, ist jetzt nicht gerade die mächtigste Attacke. Dann Eisenschweif, das war nicht sehr effektiv. Wir erreichen Level 31, noch ein Level, dann entwickeln wir uns. Da ist ein Trainer, ich möchte zu dir. Aber hier ist auch noch eine Trainerin. Mit einem Blanas. Das machen wir auch mal eben schnell fertig. So. Energiestaub. Was zur Hölle. Okay, gegen dich fighten wir dann auch mal eben. Du hast noch ein Schmerbe. Attacke geht daneben. Nochmal. So. Danke sehr. Schauen wir mal eben. Hier geht es nicht weiter. Nur mit Surfer, aber das besitzen wir noch nicht. TM5, das war Brüller, brauchen wir glaube ich nicht. Kämpfen wir nochmal gegen dich hier. Carpador, Eisenschweif. Noch ein Schmerbe. Das haben wir auch noch eben mit Eisenschweif weg. Und ein Goldini, das machen wir auch mit Eisenschweif. So. Danke, dann können wir den nochmal hier schnell besiegen. Der besitzt einen Merrill, auch ein Eisenschweif drauf hauen. Oh mein Gott. Und noch ein Ombreo, das müsste One-Hit sein. Ja. So, ein paar Kämpfe, dann sind wir Level 32. Hier geht's nicht weiter. Hier erstmal gucken, ob bevor ich darüber springe. Ach, hier können wir auch jederzeit zurückgehen. Ich gehe jetzt erstmal hier ins Haus rein. Oh, Marius, entschuldige, dass das hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch das hier. Loturzelpuppe wurde auf den PC übertragen. Okay. Wer war denn das überhaupt? Ach man, ich dachte, ich könnte den Pokémon-Ball nehmen. So, gegen dich will ich nicht kämpfen, da du nicht kämpfen willst. Schade, ich würde gerne eine Herzschuppe finden, aber hier ist irgendwie keine. Leider, leider. Oh, ein Georock. Das ist das Erste, was wir sehen. Ich hoffe mal, beide sind jetzt One-Hit. Ja, beide sind One-Hit. Das war ziemlich leicht. Kämpfe nochmal gegen dich und ich hoffe, danach entwickelt sich dann Stolunior. Müsste eigentlich. Eisenschweif. Nein, nicht wechseln. Und nochmal Eisenschweif. So. Stolunior erreicht Level 32 und ja, hey, Stolunior entwickelt sich. Wir haben nun einen Stolrak. Ja, Stolrak. Ich guck mal in unseren. Ja, okay, unsere Verteidigung ist ganz schön gut. Aber jetzt würde ich mal sagen, trainiere ich Reptane. Smogon bleibt auf jeden Fall im Team. Ich werde offscreen trainieren, bis es sich wahrscheinlich entwickelt. Ich weiß nicht, wann es sich entwickelt. Wenn es sich auf 20 entwickelt, werde ich es bis 20 trainieren. Ich weiß nicht, ob es sich auf 20 entwickelt. Ein wildes Lombrero brauche ich nicht. Carbon, das ist schön. Kämpfe ich gegen dich. Du hast einen Stolunior. Ich habe einen Reptane und das macht dich down. Reptane entwickelt sich dann ja auch bald.
Ein Wablu wäre auch Alternative als Drachen-Pokémon. Aber nein, danke. Wablu mag ich. Warum kämpfe ich gegen dich? Ich zertrümmer das mal eben hier kurz. Den Pokéball jetzt so holen. So, hier sieht mir das irgendwie verdächtig nach einem versteckten Item aus. Bist du hier ein. Ist hier ein verstecktes Item? Nein. Ich will wissen, wofür diese Einkerbungen sind. Und warum ist hier ein Stein? Ist hier auch irgendwas Verstecktes? Hallo? Verstecktes Item. Mano. Kämpfe ich mal gegen dich hier. Ah, du hast einen Schneckmark. Manchmal Lauflinge zieht zwar nicht viel. Zerschneider. Reptain erreicht Level 31. Ein Wingay. So. Ich will ganz ehrlich eine Herzschuppe finden. Ich will nicht mehr Zerschneider haben. Kann ich lieber Reptain irgendeine andere geile Attacke beibringen? Zum Beispiel Geheimpower oder Stärke, keine Ahnung. Ich finde Stärke eigentlich auch nicht gar nicht so schwach. Also, ich meine, viele sagen immer, dass Stärke voll unnötig und so ist, auch wenn es ein VM ist. Also, ich finde es eigentlich ganz gute Attacke. Ich finde, also, ja, Stärke ist ganz okay. Zieht ordentlich und ist hilfreich. Ist meine Meinung. So, Laubklinge und einen Stampfer auf dich. Oh, und ich nehme schon wieder 11 Minuten auf. Ich glaube, ich mache mal gleich vielleicht so eine Aufnahme, die so Stunde geht, und dann schneide ich das alles auseinander, weil ich habe immer keinen Bock, immer die Aufnahme zu beenden, dann nochmal neu, und dann ist halt ein bisschen mehr Arbeit mit den Auseinanderrendern, aber naja. Habe ich jedenfalls meinen Spaß. Aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken gleich, was sich so ergibt. So. Da muss ich mir auch nicht immer neue Begrüßungen einfallen lassen. Das sieht mir auch so ein versteckten Item aus, aber nein. Gehen wir mal hier weiter. Gucken mal, was verbirgt sich hier hinter. Wo gehen wir jetzt eigentlich gerade hin? Das möchte ich mal gerne wissen. Ach, wir gehen gerade hier zurück. Na denn. Wollen wir mal hier durchgehen. Oh mein Gott, sieht das episch aus. Zubat. Gehe ich mal hier hoch. Da oben ist ein Pokéball und ein Sonnfeel. Cool. Ein Zubat. Kann man hier hoch? Nein. Müssen wir hier über diese Brücke gehen? Da ist es, sind schon wieder diese komischen Leute. Hä, mit diesem Meteoriten wird das Ding am Schlottberg. Hä? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht Team Magma in den Weg stellst, erwartet keine Gnade. Bleibt sofort stehen, Team Magma. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könnt mit der Welt machen, was ihr wollt. Da kommt Team Aqua. Hä? Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist zu viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hey, das spielt doch keine Rolle. Wir haben die Meteoriten und so machen wir uns auf den. Auf zum Schlottberg. Hä? Wir sehen uns. Wir wüssten von Team Aqua. Dich kenne ich doch. Vom Museum in Graphitport. Ah, du bist Marius. Damals dachte ich, du würdest zu Team Magma gehören. Du bist ein merkwürdiges Kind. Team Magma besteht aus Fanatikern. Sie zerstören alles und behaupten, die Landmasse vergrößern zu wollen. Team Aqua liebt das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Boss, wir sollten Team Magma folgen. Ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen, nicht auszudenken, was Team Magma am Schlottberg anrichten will. Marius, du solltest Team Magma im Auge behalten. Leb wohl. Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich dieser Berg, wo wir gerade waren, wo wir nicht durch konnten, wo auch diese komischen Leute vorstanden. Dort müssen wir uns dann wahrscheinlich gleich hinbegeben, nachdem wir den hier angesprochen haben. Ich bin Cosmo. Ich bin ein Professor. Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zu Meteorfälle zu führen. Sie haben mich hier reingelegt. Sie haben sogar die Meteoriten mitgenommen. Und dann tauchte Team Aqua auf. Die sind auch nicht anders. Und ich verstehe absolut nicht, was los ist. Team Magma, was haben die mit den Meteoriten am Schlottberg vor? Das kann ich dir auch leider nicht sagen, da ich das Spiel nicht kenne. Schauen, was gibt's hier oben? Ein Pokéball, ein Mondstein.
Hätte ich mir doch das Enegro fangen können. Mist. Vielleicht tue ich es ja auch noch. Kann ich das einfach runterspringen? Vielleicht gibt es da irgendwo Items da, wenn man da runterspringt. Ich probiere das mal kurz. Ja, und dann kann ich den Part auch mal wieder beenden. Okay, da passiert absolut gar nichts. Okay, wo sind wir denn hier? Wir gehen raus und gleich erwartet uns ein schöner Trainer, der uns mit offenen Armen und einem Macholo begrüßt. Und ja, den Part, den werde ich jetzt vielleicht auch etwas länger machen. Ich will eben herausfinden, was das hier auf der Route ist. Also was man hier kriegt, was auch immer. So, eben die Dinge hier abgrasen, keine Ahnung. Ach, das ist dann wohl diese Route, wo mit diesen komischen Dinger, wo man nach oben gegangen ist. Da waren noch solche Dinger, wo man nicht lang gehen konnte. Also ich glaube, ich will dann gleich nicht über diese Springdinger rüberspringen, weil dann könnte ich alles nochmal von vorne machen, glaube ich. Nee, das mache ich nicht. Gehe ich lieber wieder zurück. Oder muss ich gleich mal gucken auf der Karte, ob das vielleicht ein... Also ob das vielleicht gut wäre oder nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt kürzer oder länger dauert. Aber vorerst noch ein Doppelkampf. Danach wird der Part auch beendet. Hey, Sengo ist auch cool. Laubklinge auf Sengo und Stärke auf Mediti. So... Dann ein Vipitis. Krakilo erreicht auch Level 32. Alle auf Level 32 jetzt. Das heißt, vielleicht werde ich dann Smogon auch auf 32 bringen. Also nicht auf 32, aber eher auf 25 anstatt auf 20, weil ich weiß nicht, ja. Dann wäre es wahrscheinlich wieder so anstrengend, das hinterher zu bringen und so. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Ja, da. Ich guck mal jetzt eben schnell, was schneller gehen würde. Wir müssen dahin. Ja doch, ich springe hier rüber. So. Ja, hier, genau jetzt hier sind wir. Jetzt gehe ich nochmal eben schnell heilen. So. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder. Und dann habe ich Smogon bis 25, denke ich mal, trainiert. 10 Level, ja. Bis dann. Tschüssi.